Das Verrückte ist, dass man das nicht für eine Klausur, für einen Vortrag oder für ein Referat lernt. Ich lerne das alles für mich selbst. Ich saug das auf und das bestätigt mich nochmal in dem Weg, den ich eingeschlagen bin, dass es genau das ist, was ich machen möchte. Bei uns steht die Arbeit mit Kindern und Familien im Mittelpunkt und die Altersgruppe ist bis zu 10 Jahren. Primärkernfelder sind in dem Sinne die Kindertageseinrichtungen, in der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch im Bildungsbereich oder im Gesundheitsbereich. Man kann sich aber auch die Freizeitpädagogik vorstellen als Handlungsfelder oder jemand hat schon konkrete Vorstellungen, auch eine Einrichtung zu leiten. Das Blended Learning Format bietet für Studierende natürlich den Vorteil, dass sie zeit- und ortsunabhängig lernen können. Das heißt, man kann berufsbegleitend studieren und man hat Präsenz einerseits, man sieht die Kommilitonen und andererseits kann man im Distance Learning auch Sachen nach seinen Bedürfnissen lernen und studieren. Es ist ganz, ganz viel von innen heraus motiviert und es ist alles brauchbar und alles super, was wir hier lernen, tatsächlich. Dadurch hat man das Grundwissen, um mit den Kindern richtig zu arbeiten, sie richtig zu fördern. Ein weiterer Pluspunkt für das Studium war für mich eindeutig, dass ich das berufsbegleitend machen kann, dass mir auch viele Dinge angerechnet werden, dass ich nebenberuflich arbeite und dann halt auch in die Uni gehe und hier studiere, dass das miteinander hergehen kann, dass ich so halt das theoretische Wissen, was ich hier erlerne, dass ich das mit in die Praxis nehme und dort gleich anwenden kann an den Kindern. Also der Studiengang ist auf jeden Fall geeignet für Menschen, die sich für Kinder interessieren. Wissen, dass sie ihre berufliche Sinnerfüllung darin finden, im sozialen Bereich tätig zu werden. Die sich für kindheitspädagogische Inhalte interessieren. Die sich verändern wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die sich auch Fragen stellen, wie kann ich dazu beitragen, dass wir zu Chancengleichheit in unserer Gesellschaft kommen, dass wir Kinder und Familien bestmöglich unterstützen, die sich auch fragen, okay, was habe ich für Erfahrungen bisher gemacht und was kann ich vielleicht auch noch überprüfen und dann in meiner beruflichen Praxis und wo kann ich da ansetzen, um tatsächlich im Sinne der Kinder und Familien eine bessere Praxis zu gestalten. Wolfsburg ist eine Bildungsstadt und wir haben die Vision, dass unsere Bildungseinrichtungen, insbesondere natürlich Kindertageseinrichtungen und Ganztagsschulen, einfach Top-Personal haben hier in Wolfsburg. Mit dem Studiengang kann man sich ja für viele Berufe qualifizieren und auch in die Beratung gehen, zum Beispiel von Erziehung oder von Eltern. Wir sind auch nicht viele Leute in unserem Studiengang. Es ist total gemütlich und familiär. Jeder unterstützt jeden. Die Dozenten unterstützen einen auch total. Es ist eine sehr, sehr wertschätzende Lernkultur, die Studierenden zusammen erschaffen und aber auch gemeinsam mit den Dozenten und mit den Dozentinnen. Das ist was sehr Besonderes. Rückblickend fand ich das schon eine der wichtigsten Entscheidungen für mich, um einfach mich persönlich weiterzuentwickeln, meine Arbeit und meine Kenntnisse über die kindliche Entwicklung weiterzuentwickeln. Das hat meinen Blick auf die Kindheit und Kinder ganz erheblich geändert und bringt mich jetzt auch in meinem Alltag ganz weit, finde ich.